Wir sind hier in Kollenberg in Mittelfranken. Die Gemeinde liegt zwischen Ansbach und Rothenburg ob der Tauber. Mein Name ist Sibylle Tschunko und ich war fast 35 Jahre lang die Geschäftsführerin des Landschaftspflegeverbands Mittelfranken. Aufgewachsen bin ich in Stuttgart und in Bonn, also eher im städtischen Bereich. Meine Eltern und auch Großeltern haben schon immer das Interesse an der Natur geweckt, aber nach dem Abitur wusste ich erstmal nicht wirklich, was ich machen will. Und ich habe dann eher zufällig Studenten der Landschaftsplanung kennengelernt und da dachte ich mir, das ist so das Richtige für mich, nicht nur die reine Theorie, sondern auch, was man in der Praxis umsetzen kann und draußen in der Landschaft tätig sein. Ich habe 1985 an der Hochschule Nürtingen dann das Studium der Landespflege abgeschlossen. Meine erste richtige Stelle hatte ich dann im April 1986 beim Landschaftspflegeverband Mittelfranken. Der war kurz zuvor gegründet worden mit Josef Göppel als Vorsitzenden. Ich habe die Landschaftspflegeverbände gegründet, um die scharfen Gegensätze zwischen Landwirten und Naturschützern zu überbrücken. Damals war das Artensterben schon sichtbar, aber zugleich standen die Landwirte unter dem Diktat wachsen oder weichen. Und da einen Ausgleich zu finden, das war die Idee der Landschaftspflegeverbände. Sibylle Tschunko war nach der Gründung des Landschaftspflegeverbands Mittelfranken schon in der engsten Wahl. Aufgrund ihrer zurückhaltenden Art haben wir gespürt, dass die Sprache der Bauern versteht. Und aus dem Grund haben wir sie eingestellt. Zu Beginn sind wir sehr viel unterwegs gewesen. Josef Göppel und ich sind durch ganz Mittelfranken gefahren und haben den Landschaftspflegeverband vorgestellt bei Gemeinden, bei Naturschützern und auch bei den Landwirten. Ja, wir haben damals natürlich sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und das hat gut funktioniert. Die Gemeinden kamen praktisch von selber und die Mitgliedsgemeinden haben sich von Jahr zu Jahr quasi verdoppelt. Heute sind es 170, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gab damals eigentlich keine richtigen Standards in der Landschaftspflege und es kam insofern immer wieder Neues auf uns zu, mit dem wir uns auseinandersetzen mussten. Auch die Umsetzung mit den Landwirten war ja komplett neu. Das war schon eine spannende Geschichte. Begonnen hat es ja eher mit so kleinen Sachen wie Feuchtbiotope anlegen oder eine einzelne Hecke. Und später kamen dann mehr Biotopverbundsysteme hinzu, bis hin zur Betreuung ganzer Landschaften wie im Altmühltal und auch die Vermarktung von Produkten, Lammvermarktung, Streuobstvermarktung im Zusammenhang mit der Landschaftspflege. Der Landschaftspflegeverband hat sich dann auch zu einem ganz wichtigen Partner der Naturschutzbehörden entwickelt, durch zuverlässige und flexible Arbeitsweise. Ja, Anfang der 90er Jahre kam dann die Bundesebene dazu und das war besonders spannend, mit den damals noch sehr neuen Bundesländern Kontakte aufzubauen. Das Ganze mündete dann 1993 in die Gründung des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege. Und da wurde dann jemand für die Geschäftsführung gesucht und das habe ich übernommen und war dann 5 Jahre Geschäftsführerin vom DVL. Ich wollte aber gerne wieder an die Basis zurück. Das gemeinsame Arbeiten mit den Landwirten vor Ort und den Bürgermeistern, das hat mir immer viel Freude gemacht. Ich war zusätzlich stellvertretende Landessprecherin in Bayern. Das heißt, ich konnte meine Erfahrungen an die anderen Landschaftspflegeverbände weitergeben, die unterstützen und auch neue Kooperationen anschieben. Mir hat immer besonders gut gefallen, dass man mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam die Ideen entwickelt, auch die Projekte umsetzt. Und so konnten wir miteinander auch schon viele Maßnahmen realisieren, wie hier im Taubertal zum Beispiel.
Und es bleibt dann nicht auf dem Papier, sondern man sieht in der Landschaft, was man getan hat. Der Landschaftspflegeverband ist ein Naturschutzverband, er ist aber auch ein Landwirtschaftsverband und er ist auch ein Kommunalverband. Dieser ausgewogene Mix und das Zusammenwirken und das Abwägen der drei Interessengruppen sorgt für den Erfolg in der Landschaftspflege. Sibylle Dschunker hat den Landschaftspflegeverband über 34 Jahre geführt, aufgebaut und weiterentwickelt. Und Dieter Speer und ich, wir treten da jetzt in sehr große Fußstapfen. Und es wird sicher eine Herausforderung für uns, diese Fußstapfen ausfüllen zu können. Ich freue mich sehr, dass Sibylle Dschunker den Deutschen Landschaftspflegepreis gewonnen hat. Sie hat ihn auch mehr als verdient. Und es ist auch ein Zeichen gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. Da ist jemand, der hat sich über viele Jahrzehnte für euch eingesetzt und für die Landschaftspflege in Deutschland. Sibylle war uns immer ein großes Vorbild, weil sie in der Lage war, jeden mitzunehmen. Und ich glaube, sie hat einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass unser Team mit inzwischen 27 Mitarbeitern so wunderbar funktioniert. Sie ist einfach in ihrer Art, wie sie mit Menschen umgehen kann, unvergleichlich, sowohl im Team als auch nach außen. Ja, jetzt im Ruhestand möchte ich gern noch ein paar Landschaftspflegeprojekte weiter begleiten, zum Beispiel in meiner Heimatgemeinde Kollenberg. Und ich habe dieses Jahr auch mit meinem Mann zusammen bei der bayernweiten Wiesenbrüterkartierung mitgewirkt. Das sind so Tätigkeiten, da freue ich mich drauf, dass ich einfach mehr Zeit dafür habe in Zukunft.